Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Jacqueline. Ja, Gott sei Dank hat er hier an dieser Stelle gespeichert, dass wir nicht wieder alles von vorne machen müssen. Das ist unser Glück. So, was war denn unsere Aufgabe? Finde den Weg zum nächsten Amulett, genau. Was haben wir denn hier? Warum habe ich jetzt wieder so Frame-Einbrüche? Was ist denn los? Ein langer und stabiler Ast. So, dann waren wir mal hier. Ey, was ist denn hier los? Mal ein bisschen rumgehen. Gucken, was wir noch so aufsammeln können. Ah ne, jetzt bin ich hier wieder auf dem Schiff. Da wollen wir nicht hin. Langer und stabiler Ast. Aber gleich denke ich mal sehen, wofür wir das brauchen. Eine Ananas. Ich kann die dämliche Ananas nicht mit meinen Händen rausreißen. Vielleicht mit dem Messer. Diese Ananas ist wirklich hart. Weiß nicht mehr, ob das ein Zeichen für Reife ist oder nicht. Gut, dann wollen wir mal hier hoch. Wenn das geht. Ja, geht. Boah. Ja, fast wieder hier runter gesegelt und da haben wir einen Höhleneingang. Hallo? Ah. Der Höhleneingang ist dicht. Diese Platte kann nicht einfach mit Muskelkraft bewegt werden. Okay. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Ich kann eine Art Vogel erkennen, aber mir nicht vorstellen, was das bedeutet. Die Pflanzen bedecken die meisten Symbole, aber ich würde sie sowieso nicht verstehen. Vielleicht hiermit? Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Okay. Diese Ananas ist wirklich hart. Weiß nicht mehr, ob das ein Zeichen für Reife ist oder nicht. Ananas ist mir viel zu sauer. Gute Idee, aber so funktioniert das nicht. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Okay. Nein. Nein, Jack, da hoch. Jetzt da. So. Hier. Haben wir nichts. Aber warum steht hier sauberes Nilwasser? Yep. Wunderbar klares Wasser. Darin fließt etwas Wasser, aber die Spalte ist zu schmal, um hier reinzukommen. Schade. Das scheint nicht zu funktionieren. Was stand da? Wow, das sind riesige Wurzeln. Was für ein schöner Tag für Abenteuer. Wäre ich doch nur in der Papierbranche. Ja, jetzt haben wir eine Ananas und ein Stück Holz, aber nee, weiter kommen wir. Dieser Pfeiler ist voller unlesbarer ägyptischer Hieroglyphen und sieht sehr stabil aus. Der Pfeiler scheint eine Schwachstelle zu haben. Kommen wir vielleicht hier? Der Ast würde nur zerbrechen. Da brauche ich schon etwas Stärkeres. Gute Idee, aber so funktioniert das nicht. Das wird nicht funktionieren. Ja, wir brauchen etwas Stärkeres als einen Ast. Ja, dann wollen wir da mal suchen.
Aber hier ist nix. Ach Mensch, jetzt war ich da drauf. Komm. Bananen. Die Bananen hängen zu hoch. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Die Bananen hängen zu hoch. Okay. Die Bananen könnte man also noch pflücken, sind aber noch zu hoch. Ja, noch mehr Bananen. Wirklich, von denen habe ich langsam genug. Stimmt, die haben ja hier einen Affen als Koch und der macht ja alles nur mit Bananen. Aber hier liegt sonst weit und breit einfach nichts rum. Tja, Spalt im Felsen, aber der bringt uns so ein kleiner Ass nix. Jep, wunderbar klares Wasser. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Ich bin kein großer Angler. Nicht? Brauchen wir noch eine? Ich mag Ananas und ihren Geschmack nicht. Mehr als eine trage ich nicht rum. Okay. Mehr als eine will er nicht mitnehmen. Diese Ananas ist wirklich hart. Weiß nicht mehr, ob das ein Zeichen für Reife ist oder nicht. Hallo? Da hoch. Das könnte später wichtig sein. Tja, aber später bringt mir nichts, ne? Hey. Ich komme da nicht mehr hin. Ich wette, das nächste Amulettteil ist in dieser Höhle. Ich kann eine Art Vogel erkennen, aber mir nicht vorstellen, was das bedeutet. Und wenn wir nochmal auf das Schiff gehen. Reden wir mal mit Karl. Gute Arbeit mit dem Schiff, Karl. Danke, Jack. Aber ich muss sagen, dass meine Möglichkeiten beschränkt waren. So richtig stabil ist das Ganze nicht. Sind wir an der richtigen Stelle? Ich glaube schon. Eine normale Kanonenkugel, nicht außergewöhnlich. Das ist gut, weil vielleicht können wir damit die Spalte da hinten sprengen. Eine einsatzbereite Fackel ist auf jedem Schiff wichtig. Reden wir mal mit Amanda. Tja, wir haben ein Problem. Oh, ich bin total überrascht. Was ist es? Der Höhleneingang ist versperrt. Das Geröll kriegen wir nicht weg, außer vielleicht mit der Schiffskanone. Also mit der einen verbliebenen Kanone, Amanda. Tja, eine musste ich eben opfern in Shanghai. Sonst würdest du noch immer im Knast schmoren. Wie auch immer. Wie kriegen wir die Kanone wieder flott? Woher soll ich das wissen? Hältst du mein Wissen über Kanonen für so umfangreich? In jedem Fall aber brauchst du Pulver, Munition und natürlich eine brennende Lunte. Könnte sein, dass du das Pulver noch mit einem Werkzeug stopfen musst. Aber da bin ich nicht sicher. Mit so historischem Kram kenne ich mich dann doch nicht so gut aus. Was haben wir jetzt? Wir haben eine Fackel. Können wir noch mehr davon mitnehmen? Die Kanonenkugeln sind schwer.
Ich muss erst die Fackel entzünden. Tja, aber wo? Feuerwerkskörper. Hey, die habe ich in Shanghai fürs Neujahrsfest gekauft. Ich kann gerade nichts machen. Na. Das ist eine Kanone, keine Signalpistole. Okay, aber wie können wir... Wo kriegen wir jetzt Feuer her? Gehen wir mal zum Unterdeck. Vielleicht finden wir ja da irgendwas. Na, warum so ein langes Gesicht? Du willst mehr Bananen haben, damit du uns weiter so vielfältig bekochen kannst? Ich sehe, was ich tun kann. Da ist Feuer. Können wir uns so Feuer holen? Jetzt brennt die Fackel und kann benutzt werden. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht das ganze Schiff abbrenne. Okay, dann gehen wir mal wieder hoch. Da haben wir doch Feuer. So, dann wollen wir mal die Kanone anzünden. Ohne Zündschnur an der Kanone kann ich nicht feuern. Oh, nö. Stimmt, ja, wir brauchen ja eine Zündschnur. Gibt denn sonst noch irgendwas hier rum? So seilmäßig oder so. Es ist schon eine Kanonenkugel geladen. Die sollte ich erst abfeuern. Und dann gehen wir nochmal runter und gucken nochmal unten. Er kann es nicht wirklich gutheißen, dass ich das Bananenöl haben möchte. Jedenfalls hat er schlechte Laune, weil unsere Bananenvorräte erschöpft sind. Das Öl ist das einzige, was an Bord noch aus Bananen besteht. Vielleicht gibt er es mir, wenn ich für Nachschub sorge. Ja, aber wir kamen nicht an die Bananen ran. Backpulver. Jack, mach doch was. Ich kann hier gerade nichts nehmen. Aber es bringt uns hier auch nicht weiter. Denn wir finden ja hier... kein Seil. Ich glaube, ich speichere mal lieber ab. Bei den Frame-Einbrüchen, die ich ja die ganze Zeit habe und so, traue ich dem ganzen Braten hier nicht. Stück Seil. Vielleicht kann ich ja... Obwohl, nee. Aus diesem Papyrus. Hier liegt aber auch nirgendwo ein Stück Seil oder sowas rum.